40 Tage, 40 Videos, immer um 14 Uhr, das ist mein 40.000 Abonnenten Special an euch da draußen und heute Top 4 Gebrauchtbikes der Kategorie A2. Das und mehr nach dem Intro. Top 4 Gebrauchtmotorräder der A2 Kategorie in der Folge Nummer 3 und heute mit einem Preisbereich von 4.500 € bis 5.000 €. Je nach Zielmarkt, ob Österreich oder Deutschland, haben wir das Budget ein bisschen nach unten gesetzt. So, dann hole ich euch jetzt gleich mal auf den Rechner herunter und da fangen wir in Deutschland an mit der Yamaha YZF-R3 um 4.245 €. Hat hier in dem Fall knapp die 10.000 Kilometer noch nicht erreicht. Müsste man schauen, wann der nächste Service zu machen ist bei ihr. Aber dafür, wenn wir uns die Bilder in groß anschauen, sieht die einfach verdammt sauber aus. Also, ihr seht eh auf den Bildern, das Ding schaut aus, als wäre es gerade vom Band gerollt. Das ist richtig geil, es ist auch nichts irgendwie schlecht umgebaut oder sonst irgendwas. Es ist alles original, alles hübsch. Deswegen gefällt es mir so gut. Meine Servicefrage hatte ich hier unten auch gleich geklärt. Der letzte Service wurde bei 5.391 Kilometer gemacht, ebenfalls von einer Vertragswerkstätte und sämtliche Quittungen und Rechnungen sind vorhanden. Das heißt, es könnt ihr auch überprüfen. D.H. heißt aber für mich, dass der nächste Service voraussichtlich bei 5.000 wieder zu machen ist, also bei 5.000 Kilometern, also 10 in dem Fall. Das müsstet ihr beim Kauf berücksichtigen, dass da bald ein Service zu machen ist. Lediglich alltägliche Gebrauchsspuren, müssen wir schauen, sind es ein paar Kratzer am Tank oder ist es irgendwas Gröberes. Es scheint aber nicht so, als wäre das Motorrad umgefallen, weil Originalverkleidung und glitzert und funkelt, auch die Originalblinker drauf, da ist vermutlich nichts mit dem Motorrad passiert und bei Yamaha ist es halt auch so schon, der Motor ist robust, der Motor ist langlebig. Es ist zwar die alte ein bisschen eine Luftpumpe, aber es ist okay. Es fährt sich gut, es macht Spaß, es bringt Laune. Zur neuen R3 habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht. Klick einfach auf das i, dann kommst du zu dem Testvideo zur neuen R3. Da wurde nochmal ein bisschen verbessert der Motor und allgemein das Fahrzeug noch ein bisschen aufgewertet. Aber die alte ist auch ein sehr schönes Motorrad. Nur halt ein bisschen Luftpumpe, aber hey. Wir springen weiter zum österreichischen Markt und hier fangen wir ganz klassisch österreichisch mit KTM an und da haben wir die 93 Duke um 4.500 € rausgesucht. Warum ich das Fahrzeug rausgesucht habe für euch ist, weil dieses Fahrzeug angeblich nur immer zur Arbeit gefahren worden ist, aber was mich dann schon ein bisschen stutzig macht und warum man auf jeden Fall nachfragen sollte bei dem Fahrzeug ist, Hinterreifen und Kupplung sind neu. Und Kupplung bei 6.000 Kilometer neu machen, das klingt nicht ganz normal. Also da sollte man nachfragen, was damit aufgeführt wurde, ob es jetzt ein Wheelie-Typ war, ob es ein Burnout war oder was die Kupplung da am Ende des Tages gekillt hat. Denn das ist eher unüblich, dass bei 6.000 Kilometer eine Kupplung zu tauschen ist. Dafür sind wir halt preislich bei dem Fahrzeug niedrig. So, nun springen wir zu was, bitte tötet mich nicht. Ich finde es einfach ein gutes Motorrad und ich glaube, dass es für Leute ist, die etwas suchen für längere Strecken und die zum Beispiel reisen wollen mit dem Motorrad. Für die ist das Fahrzeug genau richtig und es ist halt günstig. BMW G650 GS um 4.500 €. Eine echte BMW um das Geld. Nicht schlecht. Klar, optisch jetzt nicht das schönste Motorrad von BMW, aber Geschmäcker sind verschieden. Seht ihr, das Fahrzeug ist natürlich nicht das neueste, es ist nicht das schönste, aber es hat nur 4.500 Kilometer, das heißt bei BMW ist es ungefähr ja, vom Händler runtergefahren, eine große Tour gefahren und wieder nach Hause kommt. Das ist Neuzustand vom Motor gesehen. Das Motorrad hat 35 kW, also 48 PS, das passt gut. Die Beschreibung ist halt ein bisschen schwach. Hallo, hier, ich verkaufe mein Moped. Alle Fragen per SMS. Dafür hat er uns ein paar Bilder geschenkt und ich muss sagen, wenn ich nach einem Reisetourer suchen würde, der günstig sein soll, mit dem ich überall hinkommen möchte, mit dem ich auch mal ein bisschen Offroad-Erfahrung sammeln kann über Schotterpisten oder so, dann greife ich zu sowas und habe ein Fahrzeug, mit dem ich vieles machen kann oder aus dem man vieles machen kann. Es ist sozusagen die Plattform für euer nächstes Adventure. So, und nun geht's wieder nach Deutschland zu Kawasaki. Kawasaki Ninja 300 mit ABS um 3.500 €. Und wir fangen da vorne auf den Bildern an. Nein, das war das Falsche. Da. So. Wir fangen vorne mit den Bildern an. Ihr seht schon, das geile Dekor von Kawasaki ist drauf geblieben. Das Fahrzeug sieht wunderschön aus.
Kawasaki fällt mir sowieso immer gut. Hat eine Kilometerleistung von 8000 drauf und es ist erste Hand, das heißt, ihr seid Zweitbesitzer erst und es ist Scheckheft gepflegt und es ist unfallfrei. Das sind schon mal die drei Warnsignale, die dieses Fahrzeug nicht hat. Interessant ist auch, Öl, Kerzen, Filter, Bremsflüssigkeit sind gewechselt. Da bleibt nur noch eins zu sagen, drauf sitzen und losfahren bei 8000 Kilometer von Kawasaki. Ist aber auch, glaube ich, der nächste Service demnächst zu machen. Allgemein muss man hier sagen, Kawasaki baut seit Jahren extrem zuverlässige A2 Motorräder. Eben 250er Ninja, was ich damals als allererstes hatte. Nachfolge jetzt die 300er und schon wieder danach gefolgt ist jetzt die 400er. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Klick einfach das i, dann kommst du dort direkt hin. Wer sich für Supersport und Kawasaki interessiert, checkt die mal aus. Wir springen wieder nach Deutschland und wieder zu KTM zurück. Und hier haben wir ein Motorrad, was mir ganz gut gefällt. KTM RC390 mit Akrapovic. Ja. Damit verbessert sich der Sound schon mal um eine komplett neue Welt bei dem Fahrzeug. Und auch hier original Dekor drauf. Sieht nicht abgeranzt aus, sieht sauber aus. Gefällt mir richtig gut. Kilometerleistung ist 7700 und Preis 3900 Euro. Erstzulassung ist in diesem Fall 2015 gewesen. Das Fahrzeug hat bereits ABS und alles wird mitverkauft. Akrapovic ist drauf, sonst wird nichts geändert und die Sozius-Rasten sind abgeschraubt worden. Wenn die Sozius-Fußrasten aber anschraubst, kann ich dir eins sagen, wen immer du mitnimmst, den musst du wirklich hassen, denn auf so einem Fahrzeug, der Sitz ist so unbequem, das verspreche ich euch. Sozius fahren macht mit der 390 echt keinen Spaß. Dann springen wir zurück zu Österreich, zu einer deutschen Marke, zur BMW G310R um 4000 Euro und eine Kilometerleistung von nur 3300 Kilometer, also wirklich, wirklich wenig. Und auch echt schöne Bilder dazu gegeben. Es sieht enorm gepflegt aus, das Fahrzeug. Also selbst auch dieser Display, alles sauber, nichts grob verkratzt, die goldene Gabel macht sich toll. Okay, das Windschild will ich sofort runterreißen. Aber ansonsten ein solides Bike. Was sich aber mir die Frage stellt, weil es 2018 noch gekauft wurde, aber am Ende des Jahres müsste man fragen, da gab es eine Rückrufaktion bei BMW mal zu den 310er Modellen, ob die da drunter gefallen ist bei dieser Rückrufwelle oder nicht, das weiß ich auswendig nicht, müsste der Käufer oder der Verkäufer googeln oder wissen. Zusätzlich hat er jetzt ein Windschild und ein Topcase dabei. Zustand dementsprechend neuwertig, keine Kratzer, keine Dellen, um- und unfallfrei. Live anschauen, Probefahren gerne erwünscht. Auch praktisch, wenn er dich gleich zum Probefahren einlädt. Finde ich eins der Motorräder, was mir am attraktivsten im gesamten Ranking heute. So, jetzt springen wir wieder nach Deutschland zur Suzuki Gladius SF V650 um 4500 Euro mit nur 1960 Kilometer. Also auch hier, da sind wahrscheinlich noch die Streifen am Reifen drauf vom neuwertigen Reifen. Also alles neu, alles schick, alles sauber. Aber ihr seht schon, die war wahrscheinlich draußen gestanden. Das war kein Indoor-Motorrad, wenn ich mir die Kette so ansehe. Und die Felgen, entweder ist es einfach voller Dreck, das Motorrad, dann hat es nicht geputzt, oder sie steht draußen. Steht Garagenmotorrad dabei? Okay, steht jetzt nicht dabei, ob es Garagen gepflegt war oder Garagen gestanden ist. Aber ihr seht schon, das könnte sein, dass die draußen gestanden ist. Das merke ich hauptsächlich eigentlich an der Felge unten. Wenn du hier hinschaust, es sieht entweder dreckig aus und er hat es nicht geputzt, oder sie steht halt einfach draußen. 4500 Euro finde ich echt fair für die Kilometerleistung. Da kann es fast nichts haben bei dem Motorrad. Einfach ansehen, kurz Probe fahren und dann kannst du das Geld schon hinlegen und damit davonfahren. Wirst nicht viel machen müssen an dem Teil. So, und dann springen wir zum letzten Motorrad nach Österreich wieder zurück. Zur KTM RC390 um 3200 Euro. Toll bei dem Motorrad ist, dass eine Powerpart-Sitzbank verbaut wurde und ein Sportauspuff. Interessanterweise wurde auch ein Mapping drauf gespielt. Da gilt es nachzufragen, was für ein Mapping jetzt drauf gespielt worden ist. Weil soweit, ja okay, es ist noch ein altes Baujahr. Es könnte durchaus sein, dass es noch Mappings gibt. Weil für die neuen weiß ich, da gibt es keine Mappings mehr, nur noch diese Rennstrecken-Mappings. Also da gibt es keine straßenlegalen Mappings mehr. Zum Beispiel bei meiner. Müssen wir nachfragen, was da für ein Mapping drauf ist. Baujahr 2015, wenig gelaufen, günstiger Preis. Auf den Fotos, ihr seht es eh. Das ist alles neu. Es ist, glaube ich, sogar ein kürzerer Kennzeichenhalter verbaut. Der schaut kürzer aus. Ich bin mir aber nicht hoch. Na doch, das ist sicher ein kürzerer Kennzeichenhalter. Der ist auch wahrscheinlich dran gekommen. Schaut schon aus wie ein kürzerer Kennzeichenhalter. Sportauspuff. Klingt sicher geil. Wäre ein Motorrad, was mich auch interessieren wird. Weil so ein Teil, so eine RC auf der Rennstrecke herprügeln, macht sicher gut Laune. Und bei 300.000 Euro
verlierst auch nicht die große Summe. Das war aber für uns was, so 3000 Euro, jeder von uns 1000 und wir hätten ein Rennstreckenmotorrad. Am Pannonia-Ring oder sowas, voll lustig. Am Pannonia-Ring, ja, Pannonien. Ja, wenn ihr jetzt ein Motorrad habt, was ihr gerade verkauft und ihr verkauft es zu einem fairen Preis mit guten Bildern, dann schickt mir euer Motorrad auf gebrauchtbike@tomtour.net und dann nehme ich euch mit in die nächste Folge rein. Wenn ihr noch eine Folge Gebrauchtbike-Suche haben wollt, schreibt mir eure Wunschkategorie in den Kommentarbereich und natürlich auch den Wunschpreisbereich. Mein Name ist Tom, bewerbt nicht vergessen, je mehr Daumen nach oben, desto schneller kommt wieder eine Folge. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und fährt euch!